Moin und schön, dass ihr wieder zum neuen Podcast dabei seid. Das geht heute um das iPad Pro 11 Zoll von 2024 mit dem M4-Prozessor. Und dann geht es gleich weiter nach dem Intro. Ich habe ja schon ein Video gemacht, ein Unboxing, und dann habe ich auch meinen ersten Eindruck geschildert. Und ja, wow, ich war echt begeistert, wie dünn das Ganze ist. Denn vor gutem Jahr habe ich schon mal ein iPad Pro 11 Zoll gehabt. Und dann hat man es ja so ein bisschen im Hinterkopf, wie schwer das noch war. Ich habe ja mittlerweile schon seit fast einem Jahr ein iPad Pro 12,9 mit dem M2-Prozessor. Mit 1 Terabyte. Hier habe ich nur die Basis-Variation oder Variante. Ja, ich bin immer noch beeindruckt von diesem Tablet. Also ja, schwer zu erklären und zu zeigen. Aus meiner Sicht hat das iPad Pro 11 Zoll ein größeres Upgrade bekommen, im Gegensatz zum 12,9. Denn bisher war das ja immer so, das iPad Pro 12,9 hatte das Mini-LED bekommen mit dem M2-Prozessor und das 11 Zoll war nur mit dem LCD. Wie gesagt, diesmal ist das ja auch mit dem Tandem-OLED dabei. Ich habe auch wieder die Zellular-Variante dabei. Ist zwar nur eine eSIM, was ich persönlich nicht schlecht finde, was ich persönlich aber sehr schade finde und gut, vielleicht kann Apple nicht ganz so dafür, dass das Netzteil nicht mehr dabei ist. Gut, wenn ihr eine andere Ansicht habt, könnt ihr mir das gerne mitteilen. Ich freue mich über jeden positiven Kommentar. Auch, dass kein Sticker mehr dabei ist, finde ich auch persönlich sehr schade. Ich bin jetzt gerade dabei, das ausgiebig zu testen, um das Review-Video fertig zu machen. Das werde ich dann vergleichen mit dem iPad Mini, mit dem iPad Pro 12,9 Zoll, mit dem M2-Chip und mit dem MacBook Pro mit dem M3 Pro-Chip. Da habe ich so ein paar Benchmark-Tests schon gemacht und dann werde ich das in einem Video auch darstellen. Auf jeden Fall, es ist richtig elegant. Was ich auch schade finde, ist, dass mein Apple Pencil 2 nicht kompatibel ist. Also ich habe, gut, dass er vielleicht nicht lädt, alles in Ordnung. Die Kamera, die sitzt jetzt auch an der richtigen Position. Hätte man sich vielleicht was anderes einfallen lassen können, müssen, wie auch immer. Ich glaube, das ist jetzt auch Meckern auf hohem Niveau. Aber was soll ich jetzt dazu sagen? Gut, ein Tag oder zwei Tage später kommt jetzt mein Apple Pencil und dann kann ich das auch testen und vergleichen. Und dann, ja, auch mit der Kamera, dass die eine Kamera jetzt fehlt. Denn ist da nur eine 12-Megapixel-Kamera? Ich finde, die hätte man dann auch besser machen können. Das ist meine Meinung nach. Wenn ich schon eine Kamera wegnehme, dann hätte man die besser machen müssen. Ich filme nicht oft mit dem iPad Pro 12,9. Weil beide Kameras sind, aber ich mache es ab oder ich nutze es ab und zu mal. Das hat einen bestimmten Hintergrund für die Videos oder was ich auch gerade mache. Und dann finde ich das schon echt gut, wenn die dabei ist. Ansonsten, ja, der Blitz mag vielleicht ein bisschen besser sein als jetzt beim M2-Prozessor oder mit dem M2-Prozessor. Lichtsensor, Umgebungslichtsensor, der war auch schon vorher dabei, der ist nicht neu. Gut, über die Akkuleistung kann man streiten. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe das Tablet jetzt nicht 10 Stunden lang in der Hand oder 9 Stunden.
Also dann nutze ich nach wie vor immer noch mein MacBook Pro oder mein iMac, um meine Arbeiten zu vollenden. Aber gut, das ist na klar für jeden seine Ansicht. Jeder hat so seine anderen Vorzüge. Aber es ist trotz allem ein sehr gutes, gelungenes Produkt. Über den Preis kann man diskutieren. Die teuerste Variante beim 13 Zoll habe ich, glaube ich, einmal vorgestellt, war ja weit über 3.200 Euro. Also das ist, finde ich, echt happig. Klar, da habe ich dann die Nanotexturbeschichtung mit drin. Die ist aber ja nicht vollständig, die ist ja nur auf dem Display. Am Rand ist es wieder glänzend. Ich habe das Studio-Display mit der Nanotextur. Es ist nicht schlecht, aber ab und zu mal ist es nicht so, also für meine Zwecke nicht immer ganz so vorteilhaft. Aber gut, das muss jeder für sich selber entscheiden. Und ja gut, ich will jetzt mal dran weiterarbeiten, noch ein paar Tests durchführen, Vergleiche durchführen. Und dann würde ich sagen, hören wir uns im nächsten Podcast wieder. Euer TechDev.